Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier auf Zepho unterwegs und wir versuchen das irgendwie alles so ein bisschen zu verstehen. Als ich Morgano verlassen habe, habe ich mehr über die Zepho erfahren, als ich für möglich hielt. Weil irgendwie hat das Imperium und die Zepho irgendwas gemeinsam. Hier kamen wir her. Das war nur die Abkürzung. Aber wir sind auf den richtigen Weg. Wie gesagt, wir müssen in die Gräber der Zepho, um dort mehr über das Holocron und um die Macht und alles so ein bisschen zu verstehen. Wir haben auch unterwegs schon ein paar Klone platt gemacht. Da hinten ist noch einer von den Spastis. Warum schießt ihr nicht, ihr Holzköpfe? Ja? Nein! Oh, jetzt bin ich da runtergefallen, weil ich geblockt habe, Alter. Hallo, Leute! Dafür kriegen wir dich! Ein ordentlicher Treffer. So toll bist du gar nicht. Stim BD1. Ah, scheiße, jetzt habe ich keine Stims mehr, sondern... Ich kann's nicht verschieben. Nee, noch nicht. Wir haben die Fähigkeit nämlich noch gar nicht. Toter Dorfbewohner. Hinweis auf einen Kampf. Aber ich glaube, hier hinten, wo das Schiff ist, müssen wir noch nicht hin. Wir müssen, glaube ich, hier hin. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp an Schloss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Okay, wir haben keinen Scomp-Anschluss. Den brauchen wir noch für BD1. Nein! Oh nein, Junge!
Drei Fähigkeitspunkte haben wir. Dickes Drehmaschinengewehr. Oh, hier haben wir noch eine Truhe, Mensch. Ah, wir haben keinen Scamp-Anschluss. Super. Neues Terrarium. Königsblume. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Okay, hier war ich auch noch nicht. Neue Lichtschwerthülse erhalten. Elementar Natur. Okay. Auch nicht schlecht. Und überall steht das Imperium. Also die Klone. Raketentruppler. Projekt Bohrer, okay. Auch nicht schlecht. Aber das finde ich auch gut, dass halt auch in den Sequenzen halt Dings kommen. Klone. Komm her. Kerl, das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei, danke. Wir haben drei Fähigkeitspunkte. Maximales Leben erhöht, was ist das?
Miau. Ich habe was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Oh, was hier? Das ist Zeitverschwendung. Was hat Crane vor? Unmöglich, dass hier drin was Nützliches ist. Ja, das Imperium sucht hier halt auch, ne, nach nützlichen Dingen, aber... finden halt hier nichts. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Kommen aber nicht hin. Ich komme nicht durch. Ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Gib mein Bestes. Au, meine Güte. Hier ist noch eine Truhe. Haben wir gar nicht eingesammelt. Oh, okay. Was ist das, BD1? Neue Lichtschwerthülse erhalten. Pflicht und Entschlossenheit. 2. Da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Ja, hier kommen wir noch gar nicht überall hin, ne? Weil wir die, Und tschüss. Neues Terrarium-Samen erhalten. Kalbsnecke. Aha. Ja, hier ist das Auge des Sturms halt, ne? Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig, Leute. Yep, hier sind wir richtig. Hier ist das Grab. Den Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Er schnipst und BD wirft. Auch gut. Ja, das sind hier jetzt die Gräber der Sepho, also... hier sollten wir einige Antworten bekommen, was uns betrifft. Und die Macht und diese ganze Kultur, die hier so mit drinne hängt. Also ich finde die Geschichte allein schon richtig heftig. Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles.
Untersuche das Grab von Alrem, oder wie das heißt. Hast du das gesehen? Ja. Vor den Pflanzen müsst ihr euch in Acht nehmen. Wenn ihr zu nahe kommt, dann explodieren die und machen euch übelsten Schaden. Das ist nicht so toll. Habe ich schon mal gemacht. Weil ich dachte, man kann die vernichten, also kaputt machen, aber geht nicht. Hier, da ich... Da seht ihr, also... Das war eine kurze Demonstration. Ist nicht so geil. Hey. Au, meine Fresse. Ist hier irgendwas? Ein Geheimnis oder so? Ja, hier ist ein Geheimnis. Also kein Geheimnis in dem Sinne, sondern wir müssen hier halt quasi, ja... So, jetzt machen wir das hier noch auf. Hier ist aber noch ein Echo. Nicht nur der Wind zieht durch die Klappen. Stimme kommt früher. Okay, das geht noch nicht, weil wir können halt den Ball nicht bewegen mit der Macht. Deswegen, wir müssen jetzt hier erstmal lang. Scheiße. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr alle wieder am Einschalten wart heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut da rein. Ciao.